du machst dich ja selbstständig, um mehr Zeit zu haben. Wir hatten das Thema am Anfang. Das ist zumindest die Theorie. Das ist die Theorie, ne? Genau, und es gibt Phasen, wo das gut funktioniert, und es gibt auch Phasen, wo es weniger funktioniert. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß absolut. Also das ist der größte Kontrast, und da kommt auch wieder, und da ist nicht jeder ein Typ für. Also es gibt viele Leute, die ich kenne, auch im Freundeskreis, die sagen, ey, ich finde das, für mich ist das das Größte, wenn ich mein Büro abschließe und danach ist Feierabend. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir ein Thema, das dreht sich um die Freiheit. Und Freiheit ist ja wirklich so ein Luxusgut unseres Lebens, das man gar nicht genug schätzen kann. Für dieses Thema habe ich mir eine Heldin geholt und nicht nur per Telefon oder per Videochat. Nein, sie ist extra, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von Potsdam mit dem Zug heute hier angereist ins schöne, mittlerweile fast auch sonnige Rhein-Main-Gebiet. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Anne Rödiger. Hallo, lieber Alex. Hallo, Anne. Du bist die Gründerin von Lebe Federleicht, Personal Trainerin, und du bist, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, Fitnessökonomin und hast dich damit selbstständig gemacht. Wir beide, wir kennen uns von Wim Hof in Polen, da haben wir uns kennengelernt. Sprechen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drüber. Aber Freiheit in der Selbstständigkeit, das soll heute unser Thema sein. Du hast dich selbstständig gemacht und normalerweise macht man das nicht, aber damit wir es mal ein bisschen einloten können, würde ich dich gerne mal fragen, wann bist du geboren? 1990. So, jetzt muss ich mal kurz mein Gehirn anschmeißen. Das heißt, du bist 29 Jahre, genau, das ist schon noch eine andere Generation. Ich gehe jetzt aufs 44. Lebensjahr zu. Und für mich ist Selbstständigkeit gar nicht so selbstverständlich, weil ich auch aus einer Angestelltenfamilie komme, wo ich das gar nicht so vorgelebt bekommen habe. Wie war das bei dir? Hattest du Vorbilder, wo dir klar war, das funktioniert bei denen gut und das willst du später auch mal machen? Ja, tatsächlich. Also mein Papa ist selbstständig, seit ich ihn kenne. Und das war natürlich auch immer für mich so ein Thema, ne? Also ich habe gesehen, wie funktioniert das im Alltag, wann kommt er nach Hause, wie gestaltet er seinen Tag. Und meine Mama war im Angestelltenverhältnis, deshalb hat man auch schön ab und zu mal die Unterschiede gesehen. Den Vergleich, ja. Genau, und ich habe zu beiden aufgeschaut, aber das war tatsächlich schon präsent, einfach in dem Jugendalter. Kindheit realisiert man das noch nicht so oder nimmt es nicht so wahr. Ja. Aber im Jugendalter, wenn man dann so in die Entwicklungsphase geht, ne, wenn man sich damit beschäftigt, hey, was will ich eigentlich später machen, war das auf jeden Fall ein Thema. Ja. Was hat er gemacht? Der ist Zweiradmechanikermeister, also hat ein Motorradgeschäft. Ach cool. Genau. Soll ich schauen? Ja, genau. Also ich bin auf dem Motorrad. Ach cool. Ich bin aufgewachsen. Ja. Und hattest du das Gefühl, dass dein Papa mehr Freiheiten in seinem Leben hatte als deine Mutter, so im direkten Vergleich? Tatsächlich nicht, sondern teilweise eher andersrum. Ne? Ja. Also ich habe meine Mama oft gesehen, nachmittags, abends irgendwie, wenn ich selber von der Schule, vom Training kam. Und mein Papa habe ich teilweise ja einfach auch abends mal nicht mehr gesehen, weil er halt sehr viel später von der Arbeit kam. Ne? Es gab halt nicht die typischen Arbeitszeiten, sondern wurde oft länger gearbeitet. Beide waren aber trotzdem sehr freie Menschen und haben mich da auch inspiriert. Und haben wir auch viel gemeinsam geteilt, so mit dem Thema Freiheit, ne? Durch Reisen, durch kurze, lange Urlaube, ne? Wir waren viel unterwegs, ja. Ich glaube ja auch, dass man vielleicht manchmal so ein bisschen romantische Vorstellungen hat, eine Firma zu haben oder selbstständig arbeiten zu können. Also auf der einen Seite lockt natürlich die maximale Freiheit, weil man ist sein eigener Chef. Auf der anderen Seite muss man sich die Strukturen selbst schaffen und gerade in den ersten Jahren in der Aufbauphase, um etwas aufzubauen, muss halt richtig Gas geben. Und ist das dann, für dich überwiegt dann aber dieser Freiheitsgedanke, ja? Genau, also ich habe immer, seit ich eigentlich selbstständig bin, das ist ja noch gar nicht so lange, aber ich habe recht im jungen Alter angefangen, würde ich sagen. Ne? Also nach dem Studium eigentlich ziemlich schnell. Ich habe noch mal ein Jahr mich ein bisschen ausprobiert. Was hast du studiert? Fitnessökonomie. Ja.
Genau, in Berlin und habe dann für mich schon relativ schnell mitbekommen, hey, so die typische Fitnessbranche ist nichts für mich. Ne? Also ich muss da noch mal ein bisschen mehr ausbrechen und es bietet halt auch viel, viel mehr, ne, in dem Bereich. Also ich rede jetzt über den Bereich Sport, Ernährung, in Verbindung dann auch mit Workshops, mit Fortbildungen etc. Mhm. Habe dann gespürt, dass wenn ich viele Momente oder viel Zeit im Jahr dieses Gefühl von Freiheit habe, dann solange das überwiegt, sind dann auch Tage, wo es sich nicht nach Freiheit anfühlt, wo man halt viel zu tun hat, wo man vielleicht auch mehr macht, als man überhaupt müsste in dem Moment, ja. Aber man das noch nicht einschätzen kann. Solange die Freiheit da immer überwiegt und mich einfach sehr positiv stimmt und beeinflusst, war das für mich total okay. Ja. Damit man das mal ein bisschen besser greifen kann, also Kunden kommen zu dir für ein Personal Training. Wie könnte das aussehen? Seid ihr dann in der Halle eine Stunde zusammen oder auf der grünen Wiese? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also es gibt, wir unterscheiden mal vielleicht in zwei Bereichen. Es gibt einmal ein Kleingruppentraining, was ich anbiete. Mhm. Das ist das ganze Jahr über draußen. Da betreue ich zwischen 8 und 12 Leute. Und die kommen zweimal die Woche zu mir. Das ist recht geregelte Zeiten. Das ist das ganze Jahr über an der frischen Luft. Also da gibt es keine Ausrede. Es ist super schön, die Leute auch einfach mal rauszuholen aus ihren Indoor, ne, ja. Beschäftigung. Auch wenn es euch regnen würde? Würde komplett. Ja? Ja, ja. Ach, also es gibt in meinen 5, 6 Jahren Laufbahn, wo ich das jetzt mache, kann ich dir an 3 Fingern abziehen, wo ich ein Training wirklich abgesagt habe. Selbst dann kommen noch Leute, ja. Total die Verrückten. Und genau, das ist so der eine Bereich. Also ich betreue eine kleine Gruppe. Und dann gibt es halt wirklich Leute, die einfach noch eine intensivere Betreuung sich wünschen, ne? Und die kommen dann zu mir und wir arbeiten im 1:1 oder auch im 1:2. Und das kann an verschiedenen Orten passieren. Also entweder bin ich beim Kunden vor Ort, ne, zu Hause, wenn die Möglichkeiten vor Ort bestehen, aber das ist oft tatsächlich so. Oder wir sind auch draußen, ne? Also ich mache sehr viel draußen mit den Kunden. Oder ich habe auch die Möglichkeit in Potsdam mich in unterschiedlichen Locations einzumieten und dann bin ich vor Ort mit dem Kunden. Ein Trainingsraum und so weiter. Trainingsraum, eine Halle, wo verschiedene Sportarten durchgeführt werden können und da habe ich dann über die Kontakte die Möglichkeiten, die Halle zu nutzen. Und sind das dann eher so medizinische Geschichten, dass Leute zum Beispiel Kreuzschmerzen haben und davon, oder sind das eher Fitnessgeschichten, dass Leute aufbauen wollen? Sowohl als auch. Also ich habe wirklich ein sehr großes Spektrum mittlerweile, was ich betreue. Natürlich auch aufgrund der Erfahrung. Also ich habe damals angefangen, ne, während des Studiums. Man hat noch nicht so ein richtiges Gefühl und man hat sehr viel Respekt. Also ich hatte sehr viel Respekt davor, einem Menschen, der vielleicht auch 20, 30, 40 Jahre älter ist als ich, meine volle Aufmerksamkeit, aber auch meine komplette Verantwortung darüber zu haben. Ja. Und das hat mich sehr, es hat mich, glaube ich, zu einem sehr achtsamen Menschen auch gebracht. Und es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die nach einer Verletzung zu mir kommen, ne, wieder quasi fit werden wollen, wo wir einen Trainingsaufbau gestalten. Es gibt aber auch Leute, die einfach nur jemanden brauchen, der sie in den Arsch tritt, wenn ich das so sagen darf. Ja. Mhm. Die einfach einen großen Grad an Motivation brauchen, um einfach aus ihren Gewohnheiten, ja, wo man ja so gerne lümmelt, rauszukommen. Und dann gibt es auch den Athleten, den ich betreue. Das heißt, es gibt wirklich Athleten, die in einer bestimmten Sportart sind, die ich in einem Athletiktraining nebenbei betreue. Das kann während eines Wettkampfs sein, das kann in der Wettkampfsvorbereitungsphase sein. Also da habe ich schon einiges erlebt und es ist eine sehr schöne Mischung. Du bist ja immer noch sehr jung und du warst noch jünger, als du angefangen hast. Das stelle ich mir halt auch schwierig vor, wenn man noch nicht so ein Jahresstanding hat und dann kommt jemand, der ist vielleicht 20 Jahre älter oder so, den dann anzuweisen, den dann zu sagen, was er tun soll. Bist du dann so reingewachsen oder hat das von Anfang an gut geklappt? Ich glaube, ich war mir immer ziemlich bewusst darüber, was ich kann. Also zumindest in der Expertise, die ich da angeboten habe. Also eine Betreuung im 1:1 mit, sage ich mal, bestimmten Sportarten oder bestimmtes Expertise in einem bestimmten Athletiktraining. Aber wenn ich vergleiche, wie das mit meiner ersten Kundin war, vor 6 Jahren, war ich natürlich vorsichtig und habe sehr viel auch da vorbereitet, also sehr viel Zeit investiert. Im Vorfeld, ja. Ne, um ein Training vorzubereiten und auch viel nachbereitet. Mir super viel Zeit genommen, dann nochmal nachzufragen, das Ganze zu überdenken, was kann ich das nächste Mal besser machen. Und mittlerweile ist das natürlich, ist die Zeit dafür, die ich brauche, sehr viel weniger geworden. Und ich stecke wirklich schon sehr gut in der Thematik drinne. Schau wiederum aber auf Dinge, die ich
vorher gar nicht gesehen habe. Mhm. Ja, und ich merke eigentlich, dass ich mich trotzdem, obwohl ich sehr sicher bin in dem, was ich tue, mittlerweile mich immer noch weiterentwickle. Und ich sehe auch immer wieder Fehler, die mir noch passieren. Aber das ist das Schöne, ne? Weil ich arbeite ja mit Menschen und wir haben immer ein Individuum. Also ich habe immer ein Individuum vor mir. Und ich würde sagen, in denen, also es sind jetzt 8, 9 Jahre, aber in der Selbstständigkeit sind es fast 6 Jahre, dass ich noch nie ein gleiches Training mit jemandem hatte. Also jedes Training, jede Einheit, jede Begegnung ist anders. Als du angefangen hast, damit man, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, dass das vielleicht eine gute Idee ist, sich selbstständig zu machen, das Thema, was ja so eben drüber steht, ist ja auch die Freiheit. Also wir wollen natürlich mal so eine Perspektive geben, wie sieht denn das Leben als Selbstständiger aus? Der Einstieg ist ja so mit das Schwierigste. Ne? Wenn man jetzt nicht gerade irgendwie das Glück hat, dass irgendjemand aus der Verwandtschaft vielleicht in dem Bereich schon gearbeitet hat, der ein paar Kunden abgeben kann oder so, dann muss man sich ja das von null auf neu erarbeiten. Man kommt auf den Markt, man hat vielleicht eine Marke kreiert, man hat keine Kunden, man hat keine Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie hast du das mit der Zeit aufgebaut? Wie schnell ist dir das gelungen? Und hast du nur das von Anfang an gemacht? Weil dann gibt es ja mit... gibt es natürlich ja auch finanziellen Druck irgendwann. Ja, das ist ja auch eine Kehrseite der Medaille. Ja, ja, total. Tatsächlich der allererste Versuch ist in die Hose gegangen. Das war auch, da war ich sehr, also sehr zuversichtlich, dass das Ganze funktioniert. Optimismus ist ja schon mal keine schlechte Voraussetzung. Ich war sehr zuversichtlich. Ich dachte so, hey, Studium hast du in der Tasche, kannst also auch ein bisschen mehr Geld jetzt nehmen für so eine Stunde und sagst dir jetzt einfach mal deinem Chef, also ich habe damals in einem Studio gelernt und dual studiert, das ist zu wenig Geld, was er mir geboten hat, und ich mache mich jetzt selbstständig. Und hatte so ein bisschen dieses Kleingruppentraining, also für die Firma, für die ich immer noch arbeite, hatte ich so ein bisschen im Hintergrund. Aber alles noch total, stand überhaupt nichts fest. Und genau, ich habe mich aber dafür entschieden, habe gesagt, hey, ich mache mich selbstständig. Und ich weiß noch, ich habe meiner Mama davon erzählt. Sie hat gesagt, hey Anne, finden wir gut, mach das mal. Mhm. Aber wir werden, um dir da einfach dich mal so reinlaufen zu lassen, die erstmal so den bisherigen Support, die sie damals geliefert haben, also ich sag mal so einen kleinen Anteil der Miete bezahlt, ne, in Berlin, und mich so ein bisschen unterstützt, weil du hast ja kein Einkommen wirklich während des Studiums, haben sie komplett gecuttet. Also es war nichts da, sodass ich wirklich mal merke, was... Damit du wirklich der Realität entgegentrittst. Also das war tatsächlich ein guter Move, denke ich, von meiner Mama. Sehr gut, ja. Bin ich ihr heute noch sehr dankbar, weil ich konnte dann ab dem zweiten Monat meine Krankenkasse nicht mehr bezahlen. Mhm. Und das war so, wo ich gemerkt habe, ich muss mich da wirklich noch mal hinsetzen und mir das überlegen, was ich da vorhabe. Ja. Und es war total gut. Weil dann habe ich die ganze Sache überdacht, genau, bin nochmal einen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, okay, wie kann ich mir das Ganze nebenbei aufbauen? Was brauche ich dafür? Ich brauche ein gewisses regelmäßiges Einkommen, womit ich meine Fixkosten decken kann. Mhm. Also habe ich recht hoch gepokert und habe einen ziemlich gut bezahlten Job bekommen, in meinem Bereich auch, aber als Teilzeitstelle. Ja. Und habe das für ein Jahr gemacht und habe dann in dem Jahr geschaut, okay, ne, wie viele Kunden erreiche ich wirklich, was passiert, wie viel Geld kommt dabei herum, und das war eigentlich, glaube ich, ein sehr cleverer Schritt, und dafür habe ich ein Gefühl bekommen, ne? Also ich hatte dann wirklich auch ein gutes Geld, sage ich mal, um meine Kosten zu decken und aber auch die ersten Einnahmen über die Selbstständigkeit, also das war damals eine Kleinunternehmer, ja, ne? Klar, Regelung. Regelung, und da habe ich dann gemerkt, ey, wow, so, ne, cool, da kommt was bei rum, das war so mein Anfang. Ja, und dann bin ich ziemlich schnell, also nicht mal ein Jahr, habe ich dann gemerkt, wow, so ein Angestelltenverhältnis schränkt mich natürlich auch in vielen Bereichen ein. Klar. Und ich konnte mich nicht richtig damit committen oder identifizieren. Können wir gleich vielleicht nochmal drauf kommen, warum das so ist. Aber genau, das war mein Start. Und aber über dieses Jahr bin ich sehr dankbar. Und ich würde es auch empfehlen, Menschen, die einfach die Idee haben, die vielleicht vorhaben, sich selbstständig zu machen, aber vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, hey, womit soll denn eigentlich das Geld verdient werden? Ja, oder wie viel kommt dabei wirklich drum rum? Weil mir war immer wichtig, dass ich halt ja auch über die Selbstständigkeit so ein bisschen mehr Zeit haben möchte und ja auch in irgendeiner Form mehr verdienen möchte, als wenn ich angestellt bin. Das sind ja große Ziele, das beides zu erreichen. Genau, also das war so sehr stark in meinem Kopf, die beiden Dinge. Weil wenn ich das nicht hätte, so, dann hätte ich auf jeden Fall in der Branche bleiben können, wo ich war. Ja. Aber das waren die beiden Dinge, die fand ich immer attraktiv. Und ich habe immer auch gesehen, hey, das funktioniert. Das funktioniert bei anderen. Und ich glaube daran. Und ich glaube da auch an mich, dass das irgendwie funktioniert.
Genau, die zwei Dinge. Ich glaube, dieser Glauben an sich selbst ist auch echt eine wichtige Basis. Und ich glaube, viele, viele Geschäftsideen sind nie gegründet worden, weil der Glaube an die eigenen Fähigkeiten vielleicht nicht da war. Du hast gesagt, du arbeitest aber immer noch auch für die andere Firma? Genau, also ich habe, also wir können die Firma ja gerne nennen. Klar. Das Original Bootcamp. Ja. Das ist ein Anbieter für Outdoor-Fitness. Sitze in Köln oder wurde gegründet in Köln und bin da aber als freiberufliche Personal Trainerin tätig. Ich glaube, von denen habe ich auch schon mal was gehört. Die machen auch so mit Seilen im Wald und so, Alex, so ja. Arme. Ne? Haben sie, gibt es auch in Frankfurt. Gibt's auch? Wirklich jetzt. Gibt es auch in Frankfurt. Genau, also wir sind deutschlandweit unterwegs. Ich bin ja großer Sport-Outdoor-Fan. Ja, deshalb. Muss vielleicht mal drauf rumdenken. Wirklich, müssen wir nachher nochmal drüber quatschen. Aber das, was du gesagt hast, finde ich von daher auch nochmal wichtig zu unterstreichen, weil viele denken ja schwarz oder weiß und denken hopp oder top, entweder Angestelltenverhältnis oder Firma gründen. Ich weiß, es ist mega hip, Startup zu machen und dieses und jenes. Auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Die arbeiten richtig krass, auch gerade in der Digitalbranche. Das, was du gemacht hast, habe ich ja auch so gemacht. Ich habe ja auch einen Bread-and-Butter-Job sozusagen, auch im Medienbereich, nicht weit von hier, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren verheiratet bin sozusagen. Habe mir nebenher meine Designfirma aufgebaut und jetzt nebenher den Podcast und das Speaken sozusagen gestartet. Und das würde ich als Tipp, und du hast es ja auch schon angesprochen, unbedingt an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, wenn man in einer Situation steckt, in der man beruflich dauerhaft unglücklich ist, dann sollte man darüber nachdenken, etwas zu ändern. Und ich habe diese Gespräche schon öfter geführt mit Menschen und die sagen dann, was soll ich denn machen? Ich stecke doch im Hamsterrad. Ja? Die sind verheiratet, die haben vielleicht zwei Kinder, die haben ein Auto, die haben ein Haus abzuzahlen, die haben finanziellen Druck, die Kohle muss reinkommen. Und da ist mein Tipp immer, guck doch mal auf erstens, auf was kannst du denn verzichten in deinem Leben, was vielleicht Fixkosten verursacht, die nicht so wahnsinnig wichtig sind, von denen du vielleicht gedacht hast, du müsstest es unbedingt haben, aber eigentlich kannst du es dir schenken. Erstens, also gucken, wo kann ich sparen? Auf jeden Fall. Damit ich vielleicht aus dieser 5-Tages-Woche eine 4-Tage-Woche machen kann, dann habe ich plötzlich einen Tag gewonnen und kann diesen einen Tag dafür investieren, um mir was Neues aufzubauen und auch schön langsam aufzubauen, weil es gibt ja keinen finanziellen Druck, weil die 4 Tage, die sollten ja immer noch das abdecken, was bis jetzt reinkommt. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob man vielleicht auf einem zu hohen Level Geld ausgibt. Ne? Also es gibt immer so einen schönen Spruch, der heißt, man kann nicht unbedingt kontrollieren, wie viel Geld reinkommt, aber man kann sehr gut kontrollieren, wie viel Geld rausgeht. Da muss man vielleicht ein bisschen an den Hebelchen drehen, worauf ich hinaus will. Es gibt auch immer diese Coaches und diese Motivationsmenschen, die sagen, ja, cancel alles, mach dein Ding, verwirklich dich selbst. Ich bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil ich denke, man weiß nie, in was für eine Situation der Mensch steckt. Und natürlich wollen wir ihn wohin bringen, wo es ihm danach besser geht und wo er sich verwirklichen kann. Aber es bringt doch auch nichts, wenn alles hinten runterkracht. Man hat irgendwie gegründet und dann steht man vorm Nix und dann verliert man vielleicht das Haus und die Frau, die Kinder rennen weg, der Hund redet nicht mehr mit einem. Also das ist ja auch nicht geholfen. Also vielleicht diese kleinen Schritte, also da haben wir einen sehr ähnlichen Weg und ich fühle mich damit auch super wohl, weil ich auch nicht jeden Tag in diesem Angestelltenverhältnis bin, stresst mich das auch nicht so. Das ist super, ich freue mich, wenn ich meine Kollegen sehe und so weiter. Und das kann ich nur empfehlen. Ja. Ja. Auf jeden Fall gehe ich mit. Dieses selbstständige Arbeiten, wie auch immer, ob man es jetzt Teilzeit macht oder voll, ich glaube, es ist aber auch ein bisschen eine Typsache. Ne? Auf jeden Fall. Ich habe im Freundeskreis, Familienkreis oder jetzt wir beide auch, man kommt ja oft in Gespräche und man trifft Ende des Jahres oder auch in der Mitte Freunde, ne, aus dem Abiturjahrgang. Die wenigsten davon, sage ich mal, jetzt auch gerade in meinem Alter, haben eine Firma gegründet. Das ist einfach so, ne? Und wir haben oft die Gespräche, wo man dann fragt, hey, Mann, ey, ich hätte da, da sagen viele, hey, Anne, ich finde es super, dass du es machst, aber es wäre gar nichts für mich, so, ne? Ja. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das eine Typsache ist. Ich sehe natürlich auch immer meinen Papa ein bisschen, was wir beide ähnlich haben. Also ich glaube, so ein paar Charakterzüge vielleicht, man sollte an sich auf jeden Fall ein sehr mutiger und ein selbstbewusster Mensch sein, aber auch ein sehr achtsamer Mensch und sehr bedacht auch in dem, was man tut und Dinge hinterfragt und sehr reflektiert. Mhm. Ja, also ich war in den letzten Jahren sehr, sehr reflektierend. Ich bin es eigentlich jeden Tag. Nur so finde ich wieder zurück in meine Rolle und finde raus, hey Anne, warum stehst du denn eigentlich heute Morgen auf? Mhm. Und
ich denke auch so ein kleines bisschen verletzlich tatsächlich als Selbstständiger, weil wir sind alle einer Passion, also wir verfolgen eine Passion. Das heißt, ich mache mich ja vor allen Dingen selbstständig, weil irgendetwas in mir steckt, was ich der Welt zeigen möchte oder was ich transportieren möchte. Realisieren will, in die Welt raustragen. Genau, ich habe eine Vision, ganz klare Vision, die mal mehr, mal weniger zum Vorschein kommt. Und dafür muss man auch ein bisschen verletzlich sein, weil dann natürlich Emotionen reinkommen. Und Emotionen erreichen die Menschen. Das habe ich so in den letzten Jahren rausgefunden. Und wenn die Menschen das sehen in dir zum Beispiel auch, ne, wenn sie in Alex in dir halt auch sehen, wie on fire du bist in dem, was du tust, sei es jetzt zum Beispiel auch in diesem Podcast, dann wirst du gewisse Menschen darin erreichen. Und ich denke, das sind so ein paar Charakterzüge, die der Typ Selbstständige haben kann, ja, und auch gerne darf. Mit der Verletzlichkeit sagst du was Interessantes, weil natürlich, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, wird einem natürlich viel Verantwortung abgenommen, vielleicht auch Freiheit genommen. Auf der anderen Seite bekommt man früher noch mehr als heute. Ich meine, wenn ich mal an die Generationen über mir denke, mein Vater, das war noch so diese Angestellten-Generation, da warst du mit deiner Firma verheiratet, ne? Da hast du angefangen und dann warst du da mal mindestens 10 Jahre. Und wenn du da 2 oder 3 Mal in deiner Karriere gewechselt hast, war es schon viel. Das war noch so ein richtig gebundenes Verhältnis. In meiner Generation war es ja schon so, dass es gar kein, wenn du da einen Arbeitsvertrag hattest, dann war das noch nicht das Ticket fürs Rentenalter in 30, 40 Jahren mal. Das heißt, diese Sicherheit im Angestelltenverhältnis ist in unserer Zeit heute relativ gebröckelt. Das Argument kann man eigentlich nicht mehr so gelten lassen. Aber man hat natürlich so eine gewisse Komfortzone um sich herum. Die Kohle kommt regelmäßig rein, die Krankenversicherung wird abgeführt. Es ist ein geregelter Betrieb. Ne? Du musst vielleicht um 8 Uhr an deinem Arbeitsplatz sein oder um 7 oder um 9. Oder musst du bleiben bis um 4 oder um 5 oder um 6, wie auch immer. Manche stechen vielleicht noch, finde ich persönlich ganz furchtbar. Ja, das ist krass. Aber gut. Ja, ja, aber dann ist es vorbei. Ne? Dann schließen die Menschen ihr Büro ab. Und dann sind sie, dann kommt der Teil der Freiheit für die Leute. Ja. Und dann kommt auch der Teil, wo sie nicht mehr daran denken, in den meisten Fällen. Ich denke, es gibt viele Leute, die auch in einem Angestelltenverhältnis viel zu viel für diesen Job machen. Also viel zu viel. Aber ich sage, wir reden jetzt mal von dem, dem typischen 9-to-5. Typischen 9-to-5. Die Bäckerfrau wird nicht mehr abends darüber nachdenken, was jetzt heute beim Brötchenbacken schiefgegangen ist. Ist bei uns Selbstständigen anders. Mhm. Und ich denke, das ist halt auch der große Kontrast. Also bei mir ist es so, vielleicht kannst du auch gleich mal erzählen, wie es bei dir ist, dass ich erst lernen musste, mich ganz klar abzugrenzen von meinem Job, um überhaupt diese Distanz zu schaffen, die ich in einem Angestelltenverhältnis halt immer habe. Also in dem ersten Jahr, ich bin da in dieses Studio rein, habe da meinen Job gemacht und sobald ich da raus war, war der berühmte Feierabend. Ne? War der Feierabend. Ja, ja. Und die Kunst in der Selbstständigkeit ist es, dir diesen Feierabend selber zu schaffen. Ne? Weil eigentlich gibt es ihn nicht, was natürlich Quatsch ist, weil du machst dich ja selbstständig, um mehr Zeit zu haben. Wir hatten das Thema am Anfang. Das ist zumindest die Theorie. Das ist die Theorie, ne? Genau, und es gibt Phasen, wo das gut funktioniert und es gibt auch Phasen, wo es weniger funktioniert. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß absolut. Also das ist der größte Kontrast und da kommt auch wieder, und da ist nicht jeder ein Typ für. Also es gibt viele Leute, die ich kenne, auch im Freundeskreis, die sagen, ey, ich finde das, für mich ist das Größte, wenn ich mein Büro abschließe und danach ist Feierabend. Ja. Und bei mir ist es nicht so. Und das ist total okay. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es beide Dinge gibt und die wird es immer geben, obwohl ich eine Tendenz sehe, auch in meiner Generation, dass viele Menschen den Wunsch zumindest, der Schritt dahin ist ein anderer, den Wunsch haben, sich persönlich in eine Richtung zu entwickeln, vielleicht auch einen Umbruch gestalten oder einen Umbruch sehen vor sich, den noch so der letzte Schritt fehlt, habe ich tatsächlich viele Menschen dieses Jahr getroffen oder in den letzten 2 Jahren. Vielleicht auch, weil ich achtsamer da drauf gerade reagiere oder bei mir selber auch bin und dadurch mehr sehe, aber genau. Ja, was natürlich auch eine Herausforderung ist an der Selbstständigkeit, ist, sich diese Strukturen selbst zu schaffen. Ne? Also zum Beispiel, wir sitzen jetzt hier gerade im Heldenstunden-Studio, also eigentlich mein Homeoffice. Ja. Ne?
Homeoffice ist ja auch so eine Sache, da verschmilzt natürlich Privatleben mit Arbeit. Deswegen will ich auch immer eine Bürofläche haben. Anne, als ich sie jetzt gerade hierher gefahren habe, habe ich ihr die Story erzählt. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute habe ich quasi die Tür abgeschlossen in meinem Frankfurter Büro, habe eine seit 2007 laufende Bürogeschichte beendet und habe jetzt neue Flächen in Mainz, bin gerade mitten im Umzug. Das sind natürlich auch so tolle Umbrüche, aber mir war es immer wichtig, dass man auch eine kommerzielle Fläche außerhalb hat, weil zu Hause kann man mal schön arbeiten, wenn es denn sein muss, aber wenn ich dauerhaft im Homeoffice gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass mir irgendwann die Decke auf den Kopf fällt. Ne? Hier ist dann den ganzen Tag nichts, hier ist eine Seelenruhe, hier kannst du super konzentriert arbeiten, aber irgendwann denkst du, oh, ich bin der einzigste Mensch auf der Welt, das kann es ja nicht sein. Deswegen finde ich immer ganz schön, auch in der Selbstständigkeit eine Fläche zu haben, wo du rausgehst. Ich mache ja einen typischen Bürojob, du bist ja sowieso draußen und bist in Action. Mhm. Ne? Das sind ja dann auch wieder ganz andere Voraussetzungen, aber für mich würde dauerhaft ein Homeoffice und sei es auch nur für meine Selbstständigkeit nicht funktionieren. Jetzt versuche ich wieder den Bogen zur Struktur zu schaffen, weil dieses Aufstehen morgens. Ja. Also das ist so eine Sache, das habe ich früher, also jetzt mache ich ja das Heldenstundenprogramm. Jetzt bist du ja beseelt und weißt, wie es funktioniert, weiß, ein Held zu sein ich morgens. Ich weiß, wie es funktioniert und ich halte mich ja auch echt brav an meine eigenen Worte, aber früher war das bei mir so, wenn ich keinen Termin morgens habe, dann habe ich halt ausgepennt. Mhm. Dementsprechend war ich abends fit, dementsprechend habe ich auch bis in die Nacht gearbeitet, ja, jahrelang. Also wir haben auch nachts richtig Gas gegeben, auch mein Bürokollege. Wir haben in Frankfurt manchmal bis 23, 24 Uhr Musik laufen lassen, das war alles cool. Cool, ein Bier dabei getrunken, aber auch richtig reingehauen. Wir haben richtig krass gearbeitet, bis tief in die Nacht rein. Und das hat auch Spaß gemacht. Das war auch für eine Zeit lang gut so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das geht mir an die Substanz. Ich war noch ein paar Jahre älter als er. Ich habe das früher gemerkt. Mhm. Und dann ist irgendwann auch so total mein Tag-Nacht-Rhythmus gekippt, Hormone und so weiter. Und da habe ich gemerkt, scheiße, irgendwas musst du anders machen. Also dieses, wenn man nicht muss, und jetzt komme ich auf den Punkt, ne? Nach dem kleinen Ausflug hier. Schöner Ausflug, ist okay. Wenn man nicht muss, also trotzdem diese Struktur bewahren, das ist, glaube ich, für viele auch eine Herausforderung, ne? Wenn kein Kundendruck ist. Und weil ich gerade so schön im Erzählmodus bin, noch eine kleine Story von diesem Jahr. Dieses Jahr war das erste Jahr, wir haben meinen Vice-Präsidenten-Job bei Joomla an den Nagel gehängt. Dann gab es nochmal einen Umbruch bei der Speaker-Geschichte. Ich hatte auf einmal viel Zeit. Und ich habe das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, wo ich eigentlich immer Gas gegeben habe, vor allen Dingen das zweite Halbjahr 2019 war bei mir recht ruhig. Und ich hatte am Anfang echt Probleme damit, wo ich gedacht habe, krass, was machst du denn jetzt? Und dann bin ich in diesen typischen Modus reingekommen, obwohl ich es ja kognitiv besser weiß, aber ich konnte nichts dagegen tun. Ich habe unfassbar langsam gearbeitet und die Arbeit hat sich ausgedehnt mit der zur Verfügung stehenden Zeit. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Und da habe ich gemerkt, ich brauche auch ein bisschen Druck, um zu performen, weil sonst ist so, oh, ich muss es ja so machen, oh, ich kann's auch noch in zwei Stunden machen, oh nee, es reicht doch morgen früh und so, und ich hasse das, Ich weiß, was du meinst. Ich brauche so ein bisschen, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Druck, um schön im Flow zu bleiben. Mhm. Kennst du das? Ja? Kenne ich total. Ich habe dieses Jahr da in den Bereichen einen schönen Umbruch für mich erfahren. Ich habe auch, also ich sag mal so, die ersten Jahren in der Selbstständigkeit, ich habe alles gemacht, was ging. Also, ne, weil ich habe mir selber auch Druck gemacht, weil du startest in der Selbstständigkeit, auch in unserer Branche, wo einfach viel los ist, wo es immer Arbeit gibt. Ne? Du könntest den ganzen Tag Trainings geben. Und ich habe auch teilweise 4, 5 Tage, 6 Tage die Woche Trainings gegeben. Und zwar so viele, dass ich einfach so im Modus war, ne? und gar nicht mehr, also jetzt reflektiere ich das, aber damals war das einfach wichtig natürlich auch. Klar, ich hatte Bock, Kohle zu verdienen, ne, weil ich hatte ja immer noch diese zwei Dinge im Kopf. Okay, mehr Zeit und irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen. Genau, und die mehr Zeit, die schiebt man dann so ein bisschen hinten weg. Man sagt so, ja, das kommt schon irgendwann. Ja. Jetzt ist es da, nach 5 Jahren. Mhm. Aber das ist total wichtig. Und was ich... Thema Bürozeiten, weil du sie gerade genannt hast, Struktur. Also ich glaube, ohne die Routine, die ich mir mittlerweile angeeignet habe, würde ich immer noch wie vor 3, 4 Jahren in diesem Hardcore-Modus sitzen. Und ich bin sehr dankbar und froh, dass ich das erkannt habe, dass ich da auch die Erfahrung sammeln durfte, gespürt habe, okay, so möchte ich es nicht mehr machen. Und ich habe mittlerweile ganz klare, so kleine Hacks für mich irgendwie entdeckt, wie das funktioniert.
Also der wichtigste für mich mittlerweile, dass ich ganz klare Bürozeiten mir setze. Ja, gut, also ich habe wirklich ich weiß, wann meine, wir nennen es mal so, ich sage mal gerne so Deep Work Phase, also ich weiß, wo ich sehr gut arbeiten kann, in welcher Zeit, das ist so meistens so von 12 bis 14 Uhr ungefähr, ja. Mhm. Das sind so die 2 Stunden, wo ich sehr produktiv sein kann, wo ich sehr klar im Kopf bin, ja, wo ich davor eine sehr gute Morgenroutine hatte. Dann kommt es auf den Tag drauf an, manchmal vielleicht am Nachmittag nochmal eine Stunde. Das ist ja nur der Büroteil, und der aktive Teil ist ja eher bei mir entweder morgens oder halt sehr oft abends oder nachmittags. Mhm. Wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich halt da, wie du sagst, ich würde halt irgendwie denken, boah, ja, okay, ich muss jetzt nochmal, ich habe jetzt noch irgendwie so 10, 15 E-Mails. Ja, ich lasse mal nebenbei noch das Buch offen, was ich eigentlich gerade auch lese, und dann dauert es. Also man kann sich natürlich unheimlich verlieren, weil A, es niemanden gibt, der dir auf die Schulter klopft und sagt, hey, Alex, ey, wollen wir mal irgendwie, wollen wir mal Feierabend machen heute? Ja. Weil reicht, hast du ja nicht. Ja. Hast du ja nicht. Ja. Ja? Oder auch, weil du natürlich im Flow bist. Also mir macht ja meine Arbeit Spaß, und manchmal habe ich so einen Flow einfach, dass ich denke, boah, jetzt mache ich irgendwie noch eine Marketingkampagne für den nächsten Monat, ne, weil es läuft gerade. Mhm. Aber da bin ich mittlerweile von weg, setze mir ganz klar diese Bürozeiten und habe auch im gleichen Zug ganz klare Pausen. Mhm. Und würde ich das nicht machen, und zu den Pausen gehören dann so Sachen wie Offline-Modus, also komplett raus, Spaziergänge, eine Routine in der Bewegung, in der Meditation. Und also das ist für mich das bringt die Struktur. Das ist ein Prozess, den muss man für sich rausfinden. Wo ist denn eigentlich meine Struktur und was brauche ich? Brauche ich viel Pausen? Brauche ich wenig? Brauche ich vielleicht auch mal 2-3 Stunden heute für mich, damit ich danach wieder Klarheit irgendwie reinbekomme für das Projekt, was ich gerade angehe. Mhm. Und das ist sehr spannend. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es variiert. So wie du sagst, es gibt Phasen, wo du so denkst, boah, ja, so viel Zeit. Es gibt diese Zeitphasen, dann gibt es wieder Dauerfeuer. Genau. Und dann musst mit beiden irgendwie lernen, umzugehen. Genau, ja. Du musst mit beiden lernen, umzugehen. Und ich denke, das ist die Herausforderung, die immer sein wird, solange du dein eigener Chef bist. Ja, weil du dich darauf einstellen musst, was da kommt. Genau. Das mit diesen Pausen, was du gesagt hast, ist interessant, weil ich habe schon, da war ich wirklich früher auch schon weise, sage ich mal. In vielen Dingen war ich und bin ich nicht weise, aber da war ich schon weise, dass ich mir auch früher schon bewusste Auszeiten genommen habe und habe gesagt, okay, jetzt ist gerade schönes Wetter. Es ist für mich jetzt wichtiger, dass ich mich mal aufs Mountainbike hocke und mal in den Wald fahre, um mal den Kopf frei zu kriegen, als jetzt hier noch weitere 2 Stunden an dem Design zu arbeiten oder an dem Task oder an dem Task. Und das ist jetzt auch wieder so eine Gefühlssache. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Bei mir, ich wusste absolut, dass das richtig ist, das zu tun. Und ich wusste auch, dass ich das brauche und dass das jetzt nicht nur pures Vergnügen für mich ist, sondern eigentlich die Basis dafür, dass ich danach wieder high performen kann. Mhm. Ich weiß aber, dass das absolut nicht das Modell meiner Eltern ist. Weil in meiner Elternwelt gibt es halt Arbeitszeiten und es gibt Freizeit. Und ich misch das. Und dann hat bei mir immer so ein bisschen, wenn man mich dann, weiß was ich, wenn ich mir jetzt vorgestellt habe, wir sind hier im Dorf, hier kennt jeder jeden. Ja. Und man sieht den Herrn Metzler jetzt am helllichten Tage, dienstags um 14 Uhr mit dem Fahrrad in den Wald fahren. Also nicht so, aber jetzt mal überspitzt. Überspitzt, ja. Ne? Also dieses Gefühl von, die Leute denken, der hat auch nichts zu tun oder der schafft nichts oder das ist ein Faulenzer oder wie auch immer. Dabei war das, ich habe das tatsächlich schon sehr früh als Teil meiner Arbeit gesehen, weil ich gedacht habe oder auch gewusst habe, ich brauche das, weil danach kann ich wieder performen. Unabhängig jetzt davon, was für normale Arbeitszeiten in der normalen Arbeitswelt. Mhm. Kennst du das so ein bisschen? Auf jeden Fall. Also mittlerweile brauche ich das auch und es funktioniert gar nicht mehr anders. Also ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Und ich merke auch sofort, wenn ich meine Routine nicht gemacht habe. Ne, dann merke ich, bin ich anders im Tag. Mhm. Und das von außen, wo du meintest, dass du manchmal das Gefühl hast, dass Leute irgendwie da ein anderes Gefühl für haben, klar, also das kommt schon vor. Mittlerweile weniger, also ich würde sagen, in den ersten Jahren war es tatsächlich ab und zu mal meine Mama, ne, die mich dann irgendwie angerufen hat, manchmal unter der Woche einfach so und auf den Nachmittag, wenn sie Feierabend hatte und gesagt hat, hey Anne, wie geht's dir, wie war dein Tag? Und ich so gesagt habe, ja, ist noch nicht so viel passiert. Ich war, ich habe einen Spaziergang gemacht, habe ein bisschen geschrieben oder habe irgendwie gelesen.
Und naja, und was machst du heute noch so? Und wann arbeitest du denn heute? Und dann habe ich gesagt, naja, Mama, also ne, ich habe dafür gestern irgendwie 8 oder 10 Stunden gearbeitet und oder habe heute Abend noch ein Training. Und da wird einem dann selber natürlich schon manchmal so bewusst, hey, ey, du fährst wirklich eine andere Schiene. Aber also ich habe, solange ich immer gemerkt habe, mir geht es damit gut, mhm, ne, war das für mich immer total okay. Und spannend ist, dass meine Mama zum Beispiel, die mich natürlich jetzt in den letzten Jahren immer begleitet und mittlerweile auch sieht und auch erfährt selber, dass es funktioniert. Ja, dass ich nicht wieder bei ihr klopfe und sage, ey Mama, ich kann gerade meine Krankenkasse nicht bezahlen. Ja. Ist seitdem nie wieder vorgekommen. Ja, schön. Muss man tatsächlich sagen. Schön. Und erfährt es durch verschiedene Dinge, ne? Also durch Projekte, die laufen. Ich habe auch mit ihr schon zusammen Projekte irgendwie verwirklicht. Und sie sieht, dass es funktioniert. Sie sieht, dass die Ziele, die ich mir mal vor 5, 6 Jahren gesetzt habe, dass die eingetreten sind. Und deshalb werden diese Fragen oder dieses so ein bisschen Unangenehme, ist fast ausgeblendet. Auf jeden Fall. Also ich kriege ab und zu mal witzige Spitzen so noch im Familienkreis. Ja, aber das ist ja dann, eher, okay, oder? Das ist ja dann eher lustig eigentlich, genau, sage ich mal. Ne? Genau, und von meinem Papa sowieso nicht. Also, ja, weil der hat es von Anfang an verstanden. Ja. Da gibt es auch nochmal eine andere Ebene, logisch. Ja, ne? Ja. Weil der weiß genau, was es heißt, irgendwie zu arbeiten, wenn andere halt frei haben. Ja. So Wochenende typisch. Ne? Also bei mir ist auch Wochenende, mittlerweile kann ich es mir zum Glück aussuchen, ob ich am Wochenende arbeite oder nicht. Aber es gibt schon auch noch, es gibt nicht diesen, bei mir gibt es jetzt nicht die typischen Arbeitstage, gibt es ja nicht. Ja. Also so wie jetzt, ich habe jetzt 2 Tage mir freigenommen, ne, um heute hier zu sein, irgendwie auch den Abend noch hier zu genießen, morgen dann wieder abends in Potsdam zu sein, und dafür bin ich zum Beispiel Samstag nochmal, ne, einfach 1, 2 Stunden für Kunden verfügbar. Aber das ist okay für mich. Also das ist, und das ist total schön auch. Aber das ist ja auch genau das, was ein wichtiger Faktor ist von der Selbstständigkeit, genau, dass du diese Balance schaffen kannst. Und es gibt ja, ich muss Ihnen sagen, diesen furchtbaren Spruch, selbstständig zu sein bedeutet selbstständig. Also eine ich habe den Satz so oft gehört, und ich denke, ist immer, nein, verdammte Scheiße, nein. Ja. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Selbstständigkeit bedeutet. Wenn ich selbstständiger bin und von morgens bis abends in der Tretmühle drin bin, dann habe ich nichts gewonnen. Weil dann habe ich ein finanzielles Risiko. Wo ist denn da die Freiheit? Ne? Ja. Also da habe ich ja überhaupt keinen. Also der Main-Vorteil ist doch wirklich diese Freiheit. Und da nochmal mein Appell, was das Finanzielle halt auch angeht. Wenn man startet, es dauert einfach eine Zeit, sich das aufzubauen. Also ich glaube, die wenigsten schaffen es, sich jetzt selbstständig zu machen, und in einem halben Jahr haben die riesen viel Kohle. Also sowas mag es in gewissen Branchen geben oder so, aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Man braucht viel, viel Geduld. Auf jeden Fall. Deswegen auch dieses, also wenn ich damit reich werden will, weiß ich nicht, ob das so das Ziel Nummer 1 ist. Ich finde, das Ziel Nummer 1 sollte die Freiheit sein und genug Geld zu verdienen, um sich einen Standard leisten zu können, der zu einem passt. Mhm. Aber wenn ich natürlich hier irgendwie, weißt du was ich, einen großen Fuhrpark mir aufbauen will mit geilen Autos oder 3 Häuser und eine Ferienwohnung auf Sylt und sonst irgendwas, gibt es mit der Selbstständigkeit sicherlich auch, aber gibt auch viele, die werden das nie erreichen. Da muss man halt für sich so sein Level finden. Also was ich sagen will unterm Strich ist, nicht unrealistisch an die Sache rangehen. Total, absolut. Ich glaube, da fällt mir gerade eine schöne Geschichte ein bei mir selbst. Ich habe am Anfang mir auch ein bisschen Support geholt, ne, bezüglich, hey, so Finanzen ist für mich ein ganz hartes Thema, muss ich einfach zugeben. Es macht mir einfach keinen Spaß und bin ich auch nicht gut drin. Ja? Also habe ich mir jemanden gesucht, der daran Spaß hat und der daran gut ist. Sehr guter Punkt. Habe ich bis heute noch. Ja. Und genauso mache ich das mit anderen Dingen, wie zum Beispiel eine Webseite oder etc. Ne? Das heißt, ich habe irgendwie in meinem Freundeskreis habe nach Menschen gesucht, die ich kenne, denen ich vertraue, wo ich weiß, die sind sehr gut in dem, was sie machen und die sich auch vielleicht mit mir weiterentwickeln können. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Ich würde es nie anders machen. Und da war auch immer der Punkt, hey, na klar könnte ich mehr arbeiten. Ich könnte jetzt die Webseite selber gestalten. Ich könnte mich selber hinsetzen und könnte planen, wie viel Rente ich in wie vielen Jahren haben kann. Könnte ich alles machen. Aber dann habe ich halt nicht wieder mehr Zeit. Ja, ja, exakt. Und ich verdiene auch nicht zwingend mehr Geld. Das heißt, man muss sich ganz klar die Frage stellen, warum stehe ich morgens auf? Möchte ich sehr, sehr viel Geld verdienen, ja, und möchte da durchstarten jeden Tag und möchte bekannt werden und möchte einfach was anpacken? Oder möchte ich, wie du schon sagst,
so Geld verdienen, dass ich absolut meine Lebensqualität und meinen Lebensstandard damit absichern kann und auch möchte. Möglichst ohne finanzielle Sorgen. Genau, also ja, natürlich, ne, das sollte auf jeden Fall, das ja, sollte Thema bleiben. Und im gleichen Zuge aber das Gefühl haben, dass ich mehr Zeit habe als vorher oder dass ich viel mehr Freiheit und Selbstbestimmung, persönliche Weiterentwicklung tragen kann. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Und das sollte man sich sehr, sehr oft fragen, wenn man den Schritt geht. Also warum stehe ich auf morgens? Was ist meine Vision? Und wer kann mich dabei unterstützen? Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man, wenn man ein bisschen Geld verdient hat, man will es ja auch nicht mit zwei Händen aus dem Fenster rausschmeißen, aber es ist auf jeden Fall eine, glaube ich, sehr clevere Investition, wenn du Aufgabenteile aus deiner Selbstständigkeit, für die du nicht brennst, auslagerst. Steuerberater zum Total. Beispiel, ne? Rentenberater, wie du es gerade gesagt hast, Webdesigner. Ey, ich kannte dich damals noch nicht, Schade. Alex, ja, sonst hättest du auf jeden Fall den Punkt machen können. Bei mir. Oder. Bei mir ist das auch ähnlich, also zum Beispiel die Steuergeschichten. Ich habe keine Lust. Ich habe eine Wirtschaftsschule besucht und so. Und ich habe damals zu Schulzeiten schon da gesessen und habe gedacht, was eine Scheiße. Ich auch. Ich meine, ich habe auch BWL gehabt, ne? Der ja, Ökonom, ne? Vielleicht hört man es. Ja, ja. Ich hab 4 Module gehabt, also Asche auf mein Haupt. 4 Module BWL, aber es waren, glaube ich, die ich am uninteressantesten fand. Ja, ja. Und das ist okay. Ja, man muss ja auch Dinge tun, um danach zu sagen, hey, ja, ist auf jeden Fall nicht mein Ding. Exakt. Ja? Und umso schöner, wenn es dann Leute gibt, die sagen, ey, Anna, klar drehe ich das Video ab und ich schneide dir auch das Video, weil habe ich Bock drauf. Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen haben die auch Spaß daran an den Sachen, genau, die die machen. Ich meine, es gibt Leute, die haben Spaß an Buchhaltung. Punkt. Ich werde das nie verstehen, ja, aber die werden nie verstehen, wie ich 8 Stunden lang in den Monitor starren kann und ein Pixelchen immer noch ein Stück weiter nach links, bis nee, wieder ein Stück nach rechts, nee, wieder ein Stück nach links, da denken die, ich habe was. Genau. Also, aber so hat auch jeder seine Passion. Ja, genau. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck von Geld. Ich sage immer, Geld ist Potenzial. Ne? Auf jeden Fall. Und das tauscht sich einfach nur so aus, damit jeder das, was er beitragen kann, wie so ein schönes, großes Energiefeld. Also das ist natürlich die ideale Welt, da haben wir nicht die riesen Firmen, die die ganze Scheiße abgrasen. Ja, das wäre ideal. Das wäre richtig schön. Ne? Ja. Jeder bringt so sein Ding ein, das ist so ein bisschen der Utopia-Gedanke. Ja, schön. Ja. Aber schön, wie gesagt, wenn wir es als Tipp festhalten können, also umgib dich auf jeden Fall mit Menschen, die eine Expertise haben, die sich vielleicht mit deiner trifft, aber vielleicht auch komplett in die andere Richtung geht und die sich mit dir weiterentwickeln können. Das ist ein sehr schöner Prozess. Ja. Auf jeden Fall. Damit man auch so ein bisschen, also bei mir zum Beispiel, wo du das gerade sagst, während des Studiums war ein Studienkollege immer noch ein super enger Freund, lebt mittlerweile in den Staaten, jetzt haben wir gerade nicht so viel Kontakt, aber sind nach wie vor in Kontakt und der war mein Vorbild damals. Mhm. Der hatte schon damals unten im Keller sich ein Büro eingerichtet mit einer schönen Workstation. Also man muss dazu sagen, der war auch wahnsinnig talentiert. Also das ist, der arbeitet heute auch High Level. Hier ist Spider-Man und so, falls man es sehen kann, hier oben sitzt ein Spider-Man. Und der hat damit zu tun, sage ich mal. Mehr sage ich nicht. Okay. Also er war schon zu Studienzeiten krass talentiert und seine Arbeiten waren schon immer noch mehr Higher Level als von uns anderen alle. Nahtlose Anerkennung. Aber der hat mir auch gezeigt, wie er das macht. Also wie akquiriert man Kunden? Wie schreibt man Rechnung? Wie kalkuliert man ein Angebot? Also auch dieser ganze Kram, der dazu gehört, diese Ordner, die man machen muss. Ja. Mit was für einer Software mache ich das überhaupt alles? Und traue ich mich das überhaupt? Ja. Und da habe ich gesehen, okay, da ist jemand in meinem Alter, bei dem funktioniert das. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sowas mal sieht, sonst traut man sich vielleicht doch nicht aufs dünne Eis. Ja, ne? Voll. Ja. Auf jeden Fall. Also man guckt ja auch nach rechts und links. Ja. Und es ist total wichtig. Obwohl ich sagen muss, dass ich, wenn ich jetzt zurück überlege, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich kaum nach rechts oder links geguckt, weil ich glaube ich einfach so in meinem, also ich war schon ein bisschen naiv und dachte, oh, das wird schon laufen. Ja. Ich habe eigentlich, das ist ja auch keine schlechte Einstellung. Und ich glaube, das war auch gut, weil ich habe diese gewisse Art von Lockerheit, aber dann trotzdem wusste ich, auf was ich Bock habe, habe ich genutzt. Und dann kam natürlich hinzu, dass gewisse Rahmenbedingungen gut gepasst haben in Potsdam. Ne? Also ich bin da hingegangen, ich bin von Berlin dann nach Potsdam zurückgezogen nach meinem Studium, weil ich mich da mit meiner Heimat sehr verbunden gefühlt habe und immer dachte, hey, in Potsdam ist auf jeden Fall Potenzial für Coaching, ne? In jeglicher Form. Es gibt viele Sportangebote, Vereine,
Athleten, aber auch Kunden, potenzielle Kunden. Und aber trotzdem habe ich auch bei null angefangen, ja, und habe auch geguckt, so okay, gibt's denn vielleicht schon jemanden in Potsdam, ne, der sowas macht? Gab's zum Glück in der tatsächlich mit dem Kleingruppentraining nicht. Das war ein sehr großer Vorteil und da habe ich gesagt, okay, so eine dann, Nische, die du besetzen kannst, also war eine Nische, ganz klar. Also es gibt auch bis heute nicht wirklich einen anderen Anbieter, der so Outdoor-Fitness das ganze Jahr über anbietet, also nicht in der Größe und nicht mit dem mit der Expertise irgendwie, was wir Trainer da leisten, und das ist natürlich schön. Aber so komplett die ganze Zeit vergleichen kann auch richtig in die Hose gehen. Ne, muss man aufpassen. Also auf vor allen Dingen, also es gibt zwei Faktoren, die ich da mal noch sagen möchte. Das eine ist, wenn man sich immer vergleicht, auch vor allen Dingen mit sehr erfolgreichen Menschen, das kann einem motivieren, ja, das kann einem aber auch frustrieren, wenn es über einen gewissen Grad hinausgeht, weil man denkt, ah, Mensch, ich acker hier rum und ich habe 3 Kunden, total. Der hat 10 Angestellte oder der hat 30.000 oder 300.000 Follower oder dieses oder jenes, ja. Der ist voll bekannt, der wird nur gebucht, der hat geilste Honorare, warum ich nicht? Ich bin doch auch so geil. Genau, und so. Genau. Also da muss man schon aufpassen, dass einem das nicht frustriert, sondern dass man das wirklich als Inspiration nimmt. Ja. Und wichtig, mir ist gerade noch eine kleine Geschichte, als du das gerade gesagt hast, eingefallen, die ich gerade mal erzählen will. Man darf auch nicht alles glauben, was einem die Leute sagen. Richtig. Weil ich war mal in einer Ausbildung zum Verlagskaufmann. Das ist auch das, was ich dann in einem zweiten Werdegang dann gelernt habe ursprünglich mal. Und die erste Ausbildung habe ich nach einem Zeitraum X abgebrochen. Nach 3 Monaten, um genau zu sein. Ich fasse das jetzt mal zusammen, aber eigentlich ist es eine schöne Story, um eine eigene Folge draus zu machen. Das ist wirklich schön. Also es war ein kleiner Verlag und für mich war das ab dem ersten Tag der absolute Mega-Horror. Also ich war frisch Abiturient. Okay. Man kam von der Schule. Man hatte so das Gefühl, ich schweife jetzt ein bisschen ab, macht ja auch nichts. Wir haben ja Zeit. Also ich bin genommen worden mit noch einer anderen Auszubildenden zusammen. Und zu meiner Zeit war das so, dass ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zu meiner Zeit waren Ausbildungsplätze wahnsinnig rar. Du hast dich vonschreiben können, wenn du irgendwo einen Ausbildungsplatz bekommen hast. Ist anders. Heute ist es ja eher so, dass die Azubis überall suchen. Genau, also genau. Bei mir war das richtig krass, einen Ausbildungsplatz zu finden. Ja. Ich hatte, wie gesagt, eine Wirtschaftsschule besucht. Ich hatte Wirtschaftsabi. Also wollte ich auch hat sich angeboten, was Verlagskaufmannstechnisches zu tun. Weil Verlag ist ja auch Medien ist ja auch was mich interessiert. Und ich weiß noch genau, ich bin mit einer Wahnsinnsmotivation dahin gefahren, mein allererster Tag. Ich war ja vorher nur einmal zum Vorstellungsgespräch und so weiter. Bin also genommen worden, bin dahin gefahren. So, jetzt steigst du ins Berufsleben ein. Jetzt bist du erwachsen. Super motiviert. Ja, so mega, so krass. Ja. So, weißt du, was du ja alles gelernt hast, Jahre vorher. Und du warst ja voll mit dem Kopf und also wirklich. Sondern dann kam ich dahin. Dann wusste erstmal überhaupt niemand, A, wer ich bin und B, wo ich denn hin soll. Weil die Dame, die für mich zuständig war, war gerade in Urlaub. Das war auch irgendwie geil. Und dann hat mich der Pförtner erstmal in so einen Gang gesetzt, wo ich erstmal eine Stunde gesessen habe in diesem Gang und keiner hat sich zuständig gefühlt. Dann ist irgendwann eine Frau gekommen, die gesagt hat, sind Sie, ich weiß gar nicht, ob das damals noch per Sie oder schon per, oder noch per Du oder schon per Sie war. Ich war auch noch echt jung. Und dann haben die mich in einen Raum gesetzt. Da haben 4 Frauen drin gesessen. Vier Schreibtische, 3 Frauen, die waren so, die haben sich alle gegenseitig angeguckt. Ja. Und ich bin natürlich an den Depp-Platz gekommen, mit dem Typ mit der Tür im Rücken, der nichts sehen konnte. Alle 3 Frauen haben geraucht. Es war Sommer. Ich war vielleicht noch nicht so ein Gesundheitsapostel, aber ich war schon echt so, Alter, die rauchen alle da drin. Und da war so ein Fensterchen, das war so ein bisschen gekippt, ja. Und die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als am Telefon gesessen. Dann hat irgendjemand angerufen. Dann haben die notiert, es ging um ein Anzeigenblättchen. Ja, ja. Dann haben die notiert, was in die Anzeige rein soll.
Und dann haben die, das nannte sich Manuskript, warum auch immer das Manuskript, das habe ich bis heute nicht begriffen. Es war ein Durchschlag. Ja. Den Durchschlag haben sie mir gegeben. Auf dem Durchschlag war irgend so eine Seriennummer. Mhm. Mit diesem Durchschlag musste ich dann in den Nebenraum. Das war eine riesige Wand voll Aktenordner. Da war nichts außer Aktenordner. Und dann musste ich anhand von dieser Manuskriptnummer dieses Manuskript in den Ordner einsortieren. Und dann bin ich wieder rüber. Dann habe ich wieder gewartet, bis ich das nächste Manuskript. Das habe ich 3 Tage lang gemacht. Da habe ich gedacht, ich drehe durch. Nein. Ich drehe durch. Ohne Scheiß, das war für mich so schlimm. Ja. Also diese. Ich meine, wir reden ja nicht von harter körperlicher Arbeit oder von Sklavenarbeit oder sonst irgendwas. Mhm. Aber du kommst da als junger, motivierter Mensch, hast eine andere Erwartung, steigst du ins Berufsleben ein, ja, und dann sitzt du in so einem Raum von morgens bis abends mit einer kurzen Pause. Also ich durfte mir aussuchen, ob ich eine halbe Stunde Mittagspause machen will und um 8:30 anfangen oder um 9 anfangen und durcharbeiten. Ja. Und ich habe mich für 9 Uhr entschieden, weil morgens immer so krassen Stau damals schon nach Hessen rüber war. Also habe ich wirklich 8 Stunden am Stück da gehockt und diesen Kram da gemacht. Ja, das war unfassbar. Ja. Das war unfassbar und ich bin bald durchgedreht und das wurde danach nicht besser. Und die Mit-Auszubildende, die mit mir am gleichen Tag angefangen hat, die hat nach 3 Tagen das Handtuch geschmissen. Die war in einer anderen Abteilung. Ja. Weil ich habe ja noch gedacht, oh, wenn ich in die andere Abteilung komme, wird es bestimmt besser. Ja, arschgeleckt, die war nach 3 Tagen genau sofort so weg. Genau, schlimm. Oh Mann, ey. Und ich bin, also die Menschen, die da gearbeitet haben, waren nett, aber das war halt dieser typische Smalltalk über Familie und der Herbert hat sich am Wochenende die Hand verbrannt beim Grillen und diese Themen halt, ne? Und ich saß da mit meinen jungen, motivierten Paaren 20 oder so und habe die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Und da habe ich auch erstmal gemerkt, wie relativ Zeit ist. Ich weiß noch, ich hatte eine gelb-schwarze Uhr damals und auf die habe ich geguckt. Und dann habe ich 2 Stunden gewartet und dann habe ich wieder auf die Uhr geguckt und dann war die gerade erst eine Viertelstunde. Da war gerade erst eine Viertelstunde rum. Also so hat sich die Zeit ausgedehnt. Das war der absolute Horror. Ja, das ist natürlich. Und jetzt will ich gerade noch auf diesen einen Satz, man darf nicht alles glauben. Ja. Ich habe dann noch irgendwie mal schief einen Tag gearbeitet. Das war nicht wirklich besser. Auf jeden Fall habe ich ja dann mehr und mehr Leute da kennengelernt und ab irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube nach einem Monat oder so, war auch klar, dass ich das hinschmeißen werde. Okay. Ich hatte aber noch, es war ja auch ein Riesenkampf, den ich dann mit meinen Eltern ausfechten musste, weil die waren ja froh, wie gesagt, Ausbildungsplätze waren rar, ja, und die waren natürlich froh, dass der Bub unter war. Und das war natürlich heiße Diskussion. Also wie kann man denn Ausbildungsplatz und wie, das steht ja im Lebenslauf und die Welt bricht. Erde implodiert zum schwarzen Loch, wenn ich diese Ausbildung abbreche. Also gab es Diskussionen, aber meine Eltern haben verstanden, dass mir das echt ernst war, dass ich das auf gar keinen Fall, ich habe gesagt, entweder ich gehe da weg oder ich kriege die Klapse irgendwann einsortieren. Ne? Und mehr und mehr Leute hat man dann da kennengelernt und irgendwann hatte ich mich so ein bisschen mit so einer Redakteurin angefreundet und die sagte folgenden Satz zu mir. Die sagte: Alexander, glaub mir, was Besseres als das hier kann dir im Leben nicht passieren. Das ist ein Scherz. Das hat die zu mir gesagt. Und die war da auch der vollen Überzeugung, weil ich zu ihr gesagt habe, ich schmeiß das hier hin. Was Besseres als das hier kann dir in deinem Leben nicht passieren. Glaub mir, hat sie gesagt. Das war ihr Ding. Das war ihr Ding. Also so unterschiedlich, ne? Sind Menschen. Ja, deswegen müssen wir auch vorsichtig sein mit Empfehlungen. Aber wer so einen Ruf hat, wer denkt, er will was auf die Beine stellen für sich selbst und nach ein paar Jahren kommt diese Freiheit mit dazu, das glaube ich auch, zumindest wenn man einigermaßen erfolgreich ist, dann gewinnt man wahnsinnig viel dazu. Und auf jeden Fall. Ich liebe es zum Beispiel in meinem Bereich auch zu den Kunden hinzufahren. Ich arbeite ja für verschiedene Bereiche. Ich arbeite für Ärzte, ich arbeite für Packungsdesign, für Tierfilme. Also ich habe keine Spezialisierung und ich finde es immer total interessant, zu Kunden hinzufahren und in deren Welt einzutauchen. Das brauche ich aber auch, wenn ich für die Design machen will. Man muss ja wissen, wie ist der Spirit da vor Ort, wie ticken die und so weiter. Das ist super interessant. Ja. Und du hast ja wahrscheinlich auch Klienten quer durchs Bild. Ja, also es gibt wirklich keinen typischen Menschen, ja, den ich betreue. Also ich habe alles dabei. Ne? Wie am Anfang, es gibt Athleten, es gibt Leute, die einfach ein sehr, sehr intensives Berufsleben haben und danach wirklich jemanden für sich brauchen, ne, die sich selber schwer motivieren können. Alles dabei. Ich habe Frauen, Männer,
Kinder habe ich betreut, Jugendliche habe ich betreut. Also ja, und jedes Mal, jedes Training ist anders, ne? Weil jeder Mensch ist anders, ist ein Individuum. Ja. Jeder Körper auch, das kommt ja bei mir auch noch hinzu. Ja, stimmt. Ne? Also ja. Ich bin ja, bei mir geht es ja schon sehr viel ums Physische. Ja. Heißt auch, dass ich immer sehr auf mich aufpassen muss, ne? Dass mein Körper funktioniert. Ja, das ist auch, Kapital, ist ja. auch viel passiert in den letzten Jahren. Das war am Anfang natürlich, ne, wie du gesagt hast, wenn du raus aus dem Studium kommst, bei mir war es so, ich war halt voller Energie. Mhm. Ich wollte so alles mitnehmen, was es so in der Sport- und Fitnessbranche gibt. Bin auf jede Messe, jede Veranstaltung hingerannt. Und das war auch gut so. Ja. Ne? Aber man kommt mit seinem Körper natürlich sehr schnell in einen Bereich, wo man dem sehr viel abverlangt. Mhm. Und das habe ich ja in den letzten 2 Jahren komplett umgestellt. Ne, weil ich einfach gemerkt habe, hey Anne, so die Menschen brauchen ja auch dein Körper, nicht nur deinen Geist tatsächlich. Ja. Also schau auch regelmäßig, dass du auf deinen Körper hörst. Ne? Absolut. Und das ist super wichtig in unserer Branche. Da gehen auch gehen viele auch dran flöten. Ne? Das sind kleine Verletzungen, es können große Verletzungen sein. Die schmeißen sich aus dem Rennen unter Umständen. Komplett, ja. Komplett. Und bei mir ist es, in meiner Branche ist es die Kreativität, die du aufrechterhalten musst. Ne? Ja. Kreativ auf Knopfdruck, immer schwieriges Thema, aber du musst schon irgendwie seelisch, psychisch, mental stabil sein. Ja. Und da hatte ich ja Probleme in der Vergangenheit. Ja. Und sonst funktionierst du nicht. Ja. Und letzten Endes, du bist Dienstleister, du musst auch funktionieren. Ne? Auf jeden Fall. Also, wo du gerade mental sagst, das ist bei mir auch ein großes Thema. Ne? Also, ich liefere in dem Beruf, den ich mache, schon auch sehr viel Output. Ne? Gerade wenn du so eine Kleingruppe betreust, ne? das ist viel Verantwortung. Ja? Mhm. Wenn du eine Stunde 12 oder 14 Leute betreust. Ja? Und dann hast du 3 Kurse davon hintereinander und dann sind es ganz schnell mal 40, 50. Wie präsent du dann auch sein musst. Also, du musst eine ganz große... Genau, eine ganz große Präsenz an den Tag legen. Ja. Du musst auf jeden Fall da am Start sein natürlich. Musst mit dir auch selber eine gute Tagesform haben, sowohl vom Kopf als auch vom Körper, damit du überhaupt etwas transportieren kannst. Mhm. Ja? Und das ist sehr anstrengend. Ja, also ich habe gemerkt, so gerade mit sehr vielen Menschen zu arbeiten, das ist sehr, sehr anstrengend über Jahre mit so einer hohen Intensität. Also es macht sehr, ich glaube, ohne die Passion hätte ich es gar nicht so lange durchgehalten bisher. Aber so, ich habe mich halt in den letzten 1-2 Jahren auch so ein bisschen aus dem Physischen so ein bisschen, ich muss nicht sagen, reduziert, klingt immer komisch, aber ich habe einfach ein bisschen weniger, weil ich einfach gemerkt habe, das ist sehr, sehr viel Output, was da rausgeht. Und es ist sehr viel Energie, die fließt. Ja. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist was anderes. Weil es gibt verschiedene Energien, das kennst du vielleicht auch. Es gibt Menschen, die sehr viel Energie brauchen von dir. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die dir aber auch sehr viel Energie geben. Mhm. Und ich mache den Job vor allen Dingen, weil ich eine sehr schnelle Dankbarkeit spüre nach meinen Trainings. Ne? Ne? Also egal, was für ein Tag war, die Leute kommen an, haben vielleicht einen schlechten Arbeitstag gehabt oder haben vielleicht auch was bei denen innen irgendwie gerade nicht funktioniert. Die haben ja auch immer unterschiedliche Stimmungen. Deshalb, ne? Die kommen ja dahin. Und ich weiß ja auch nicht, und das kann total unterschiedlich sein. Und dann stehen da 8 oder 10 und die haben alle eine unterschiedliche Tagesform. Ja. Und dann bist du alleine da. Um das alles abzufangen. Das heißt, da fließt Energie, die ist unheimlich intensiv und vielseitig. Ja? Und das musst du auch lernen. Und dann musst du nicht nur lernen, diese Energie zu transportieren, dass die ankommt, dass die auch nicht dich zu sehr verletzt. Und dann kommen wir wieder zum Thema Abgrenzung. Also es ist ein sehr, 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 sehr schöner Beruf, aber auch ein sehr, sehr intensiver, ein sehr anspruchsvoller. Auch fordernder, glaube ich. Sehr fordernder, sehr fordernder. Und da muss man auch aufpassen, dass man sich selber nicht verliert, weil du möchtest natürlich du selbst bleiben. Ne? Die Leute kommen primär, gerade im 1:1 hast du es, aber auch in den Gruppen, die Leute kommen in das Training erstmal primär wegen dir. Und nicht wegen der Übung, die heute kommt, ja. Also die Übung sollte auf jeden Fall auch wichtig sein, ne? Also wenn du jetzt sagst, hey Anne, ich will jetzt mal so einen Outdoor-Fitness-Kurs machen, weil ich habe richtig Bock auf Kniebeuge, sage ich auf jeden Fall, mach das mal, Alex. Aber langfristig ist es dann schon so, dass du sagst, hey, ich gehe einmal die Woche zu einem Training, weil ich einfach den Trainer super finde, ne? Weil ich einfach das schön finde, was er mir beibringt, was er mir vermittelt. Auch das geht mir beim Boxen wirklich auch so. Wir haben ja 2 verschiedene Trainer, beide sind auf ihrer Weise total toll und unterschiedlich,
auch effektiv, also auch verschiedene Übungen und so, die sie dann machen. Mhm. Und das macht man ja eigentlich auch wegen den Personen, wegen den Trainern und wegen den Leuten, die dann da absolut, sind. Also absolut. Das kann man es ja auch zu Hause machen. Ja, also du bist halt so in dem selbstständigen Trainer, oder wir nennen es jetzt mal einfach Personal Trainer, du hast eine sehr große Rolle für viele Menschen. Mhm. Ne? Du bist auch eine kleine Vorbildsfunktion. Ja, absolut. In vielen Richtungen. Absolut. Ja. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man da regelmäßig das reflektiert, sich abgrenzt und schaut, hey, wo stehe ich gerade in meiner Rolle? Bin ich gerade noch bei mir? Oder lasse ich eigentlich gerade viel zu viel Energie raus, die eigentlich viel wichtiger für mich selbst ist? Da sind wir auch wieder bei dem spannenden Thema Achtsamkeit. Mhm. Ne? Ich glaube, dass Achtsamkeit, Resilienz auch ganz wichtige Faktoren mittlerweile sind, wenn man sich auf diese Selbstständigkeit, auf diese Abenteuer-Selbstständigkeit einlässt, damit man sich eben selbst auch nicht verheizt über die Jahre. Auf jeden Fall. Und da, also achtsam bin ich wirklich durch tatsächlich Rituale. Durch Routinen, vor allen Dingen diese Morgenroutinen. Du hast ja auch drüber gesprochen, du hast, glaube ich, auch ein, zwei Morgenroutinen, die mittlerweile machst. Immer, ja. Ist bei mir ähnlich. Und durch die, also das hat auf jeden Fall mein Gefühl oder mein Bedürfnis eigentlich für Achtsamkeit noch extrem gestärkt. Ne? Was machst du morgens? Können wir auch nochmal kurz sprechen. Ja, also typisch bei mir morgens, also ich stehe gerne tatsächlich ohne Wecker auf, aber so, dass ich ausgeschlafen aufwache, und das funktioniert mittlerweile ganz gut. Wann ist es dann immer so? Ist im Sommer anders als im Winter. Tatsächlich. Ich bin im Winter aber auch immer ein bisschen länger. Also ja, so, ja, tatsächlich. Ja, also ich kann ja mal, aktuell ist es immer so zwischen 7:30 und 8:30. Ja. Das ist also so ein Traum. Auch schon gediehen. Das ist so ein Traum, ja. Im Sommer tatsächlich bin ich auch mal ein bisschen eher wach. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt so ein bisschen auf die Phase drauf an. Wie viele Stunden schläfst du? Gerne zwischen 8 und 10. Oh, so anständig. Aber gut, du machst auch körperlich. Gerne zwischen 8 und 10. Also 8 ist so ein Traum. Mhm. Ja, so die letzten zwei Nächte waren echt super, so, ne? Jeweils irgendwie 9 Stunden so. Na schön. 10 ist dann schon eher so, wenn wir mit dem Bulli unterwegs sind und irgendwo irgendwo am Surfen und dann wirklich mal irgendwie dann so ein bisschen 10 Urlaubsmodus. Stunden irgendwie, ist auch geil. Aber so 8 ist cool. Ja. Ja. Und so kleine Morgenroutine mittlerweile, irgendwie fange ich mit einem bisschen Öl ziehen an und mache mir einen Tee. Und, Kokosöl? Ja. Bin ich drauf hängen geblieben. Alles andere ist auf jeden Fall schwierig. Ganz lange und tatsächlich schon bewusst irgendwie einen Tee trinken und mich dabei irgendwie hinsetzen. Oder ich mache währenddessen irgendwie schon was Meditatives und habe eigentlich immer eine Art von kleiner Meditation morgens schon drin. Also schon so Zentrierung, Ruhe, genau, Bewusstsein voll, sammeln. Voll. Und, cool. Und ich habe auf jeden Fall die ersten 1 bis 2 Stunden in Stille. Und das hat sich auch verändert. Also ich mache weder Handy, Radio, Fernseher haben wir nicht. Also da kommen keine äußerlichen Reize. Toll. Und da muss ich, und das hat mich extrem geerdet. Ja. Und das bringt mich natürlich ganz anders in so einen Tag rein. Also ich komme mittlerweile ganz anders in dem Tag an. Und da bin ich sehr dankbar für die Selbstständigkeit, weil ich weiß, ich habe viele Kunden, die im Angestelltenverhältnis erleben, und die haben natürlich diese Zeit morgens gar nicht. Oder sie müssen halt extrem früh aufstehen. Oder sie müssten halt um 5 aufstehen. Und dann ist wieder die Frage, macht es jetzt Sinn, um 5 aufzustehen, dann eigentlich total das Nervensystem schon wieder viel zu früh aufzuwecken, dann irgendeine Routine durchzuknallen, wofür sie eigentlich noch gar nicht bereit sind. Gut, kommt halt darauf an, wann du ins Bett gehst abends. Kommt darauf an, wann man ins Bett geht. Aber es gibt ja wirklich Leute, die, ne, sehr, sehr viel arbeiten, denen dann vielleicht eher in die Hand zu nehmen und zu sagen, ey, okay, dann schlaf du auf jeden Fall die Stunde lieber und schau, dass du vielleicht eine Routine entweder in deiner Mittagspause oder dann doch eher abends findest. Ja. Ja, und das kann ja in verschiedenen Formen sein. Glaube ich, ist auch sehr individuell, wie das passt. Absolut, ne? Ja. Aber für mich sind so die stillen Stunden morgens und gewisse Rituale, Morgenroutine, das hat mich auf jeden Fall für die Achtsamkeit da einfach positiv anfällig gemacht. Und das, wenn man seinen Tag selber gestaltet als in einer selbstständigen Rolle, dann kommt man, glaube ich, kaum da drum herum. Also ich habe es auch anders erlebt schon, ich habe es auch selber anders gemacht. Es war nicht schon immer so. Mhm. Ja? Also ich bin auch schon ganz anders gestartet in die Tage. 3-mal die Woche 5:30 aufgestanden, Feuer. Ich bin noch gar nicht angekommen im Tag und habe schon wieder Energie rausgegeben. Ist ja klar, dass ich die nicht auffüllen kann.
Aber das ist, glaube ich, ein interessanter Unterschied zwischen unseren beiden Berufen, weil ich brauche meinen Morgensport mittlerweile als Routine, damit ich dann sozusagen 8 Stunden lang hier in den Kasten reinkommen kann. Das ist quasi wie über Kreuz. Ist mega, ist total interessant. Also ich habe ja auch Leute, ich habe halt einen Kurs auch noch morgens, also ich habe über Jahre den Kurs an 2 Tagen gegeben, 6.30 Uhr. Mhm. Und das sind halt genau die Leute, wie wahrscheinlich du, Alex, die kommen zu mir, die sind so happy, dass die 6.30 Uhr eine Stunde für sich haben. Ja. Die ziehen mit mir eine Stunde ein Training durch bei Wind und Wetter und sind danach, ne, also ich habe ja nur die Feedbacks der letzten Jahre fahren, danach sind um 8 im Büro, aber sind wach, fokussiert. Ja, sind präsent, fokussiert, spüren ihren Körper, haben was für sich getan und sind bereit für alles, was kommt. Es geht viel besser dann ins digitale Hamsterrädchen als ohne dieses, kann ich nur verstehen. Und genau, und deshalb, und das, wann und wie die Routinen sich gestalten, das, da gebe ich dir recht, sind total abhängig davon, in was für einen Beruf du steckst. Absolut. Wenn du jetzt die Uhr 10 Jahre zurückdrehen könntest und der 10 Jahre jüngeren Anne einen Tipp auf den Weg geben könntest, was würdest du sagen? Weniger ist mehr. Ich würde ihr, glaube ich, den Tipp geben, ein bisschen weniger Trainings von Anfang an zu geben. Also nicht immer versuchen, alle Energie, die ich habe, in diese eine Stunde zu packen, sondern ein bisschen mehr besser einzuteilen. Also nicht den kompletten Kuchen hinstellen aufs Buffet, sondern vielleicht erstmal nur 1 oder 2 Stücken. Und wenn man dann merkt, hey, okay, das funktioniert gut, mir reichen jetzt selber auch gerade 3 Stücken von dem Kuchen, dann kann ich die anderen 4 noch abgeben. Das ist, was ich ihr sagen würde. Aber du würdest auf jeden Fall auch wieder in die Selbstständigkeit starten. Auf jeden Fall. Ja. Also ich frage mich öfter, ich setze mich gerne ab und zu mal in diese Rolle rein, ins Angestelltenverhältnis. Oder stelle mir vor, hey, wie wäre es denn, wenn? Und es gibt tatsächlich Dinge, wo ich sage, mit denen würde ich gut zurechtkommen. Also ich habe das auch sehr genossen, als ich nach dem Studium noch ein Jahr angestellt war. Wie gesagt, ne, der Feierabend war Feierabend. Ja. Ich wusste, was ich am Ende des Monats kriege an Kohle. Es war safe. Richtig safe. Es war ein gutes Gefühl. Alles, was ich dann gemacht habe, war egal drumherum, ne? Und so. Und damit kann ich mich immer noch anfreuen, aber es gibt einfach Dinge, wie dass ich regelmäßig aus meinem Leben zu Hause ausbrechen kann. Dass ich, wie zum Beispiel dieses Jahr, sagen kann, ich bin jetzt 3 Monate in der Sonne. Ja, ich bin von zu Hause weg, ich unterbreche mein Leben. Ich bin nicht der Typ fürs Auswandern, also aktuell gerade noch nicht, weil ich es sehr, sehr schätze, was ich zu Hause habe. Ne? Da einfach die Lebensqualität, den Job, meine Freunde, meine Familie. Aber dieses regelmäßig Ausbrechen, sich diese Pausen zu nehmen, seien das kurze Pausen, so wie hier heute bei dir zu sitzen. Ja. Einfach mal sich in Zug zu setzen. Was anderes machen. Ja, einfach mal 2 Tage raus zu sein. Oder sind es auch längere Pausen, wenn ich wirklich sage, hey, ich glaube, ich muss mal raus. 2, 3 Monate oder mal 4 Wochen. Und das habe ich, seit ich mich selbstständig gemacht habe, jedes Jahr gemacht, dass ich mindestens es war am Anfang, in den ersten Jahren waren es immer 4 Wochen, werde ich mich immer daran erinnern, dass ich immer gesagt habe, okay, in jedem Sommer 4 Wochen, egal was kommt. Und es hat funktioniert. Das ist ja auch ein cooles Motto. Ne? Und es hat funktioniert. Und es ist nicht so, Alex, dass ich danach nach Hause gekommen bin und ich habe erstmal keine Kohle gehabt. Nie. Es war okay. Es war vielleicht ein bisschen weniger, aber es war okay. Und ich habe mir so gedacht, ey, warum soll ich denn das jetzt nicht weiterhin so machen, wenn das funktioniert? Und deshalb würde ich der Anne vor 10 Jahren auf jeden Fall sagen, mach das. Mach dich selbstständig, überleg dir, welche Vision du hast und verfolg die und hab diese regelmäßigen Ausbrüche, ne? Also dieses regelmäßige Ausbrechen, weil das ist sehr wichtig für mich. Und ich kann jeden Morgen entscheiden, stehe ich heute auf oder bleibe ich liegen. Unbezahlbar. Und das ist ein wunderbares Schlussplädoyer für unsere selbstständige Freiheitsfolge, die wir hier gemacht haben. Liebe Anne, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, das war spannend, weil wir auch im Alter so ein bisschen auseinander sind. Mhm, und, ja, total. Ich will jetzt da nicht von verschiedenen Generationen sprechen, aber das ist schon spannend, wie das bei mir mal war, wie das heute so ist und die jüngere Generation das wieder machen wird. Aber im Kern geht es wirklich um die Verwirklichung seiner eigenen Ideen.
Ja. Und von der Freiheit. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, persönlich aus Potsdam. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir auch, danke. Und es ist schön, dass du da warst. Und wenn ihr dran bleibt, jetzt wird gleich so die Musik anfangen zu spielen. Und wenn ihr dran bleibt, werden wir im Anschluss an die Musik nochmal kurz über die Wim Hof Methode plaudern, über die wir uns kennengelernt haben. Hat dann jetzt nichts mehr mit unserer Folge zu tun, aber wer will, kann nochmal ein bisschen dranbleiben. Wir sagen tschö, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Anne, wir haben ja über Selbstständigkeit gesprochen und du kriegst ja den Hals nicht voll, weil du bildest dich ja jetzt gerade auch wieder weiter. Du hast mit dem Kochen angefangen. Mhm. Ist das jetzt auch was du beruflich verfolgst oder ist es jetzt eher so ein bisschen Vortasten, Learning by Doing, Hobby, mal gucken, ob mehr draus wird? Genau, ich würde sagen eher zweitens. Also ich habe genau dieses Jahr so die ersten Erfahrungen machen dürfen und kam auch wieder über 2-3 Zufälle so in den Bereich rein, habe aber in den letzten Jahren immer schon damit so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ne? Also ich habe immer so gemerkt, boah, das ist so, das Kochen ist halt irgendwie eine komplett andere Form als dieses immer aktiv sein, ne? Also es ist ja eigentlich so der Gegenpol, dass ich viel mit mir selbst bin, halt nicht mit Menschen zu tun habe, sondern irgendwie mit einem Gemüse, was mich nicht voll quatscht in dem Moment, ja. Das heißt, ich bin da immer in eine Form von Ruhe, Entspannung, irgendwie Meditation reingekommen und habe immer gern für andere Leute gekocht. Schön. Und habe natürlich durch Studium auch auch so ein bisschen Ahnung davon, also kann den Leuten auch so ein bisschen was über Ernährung erzählen. Ernährungstechnisch passt ja auch dann wieder super zusammen. Ne? Genau, und deshalb habe ich auch ein schönes Feedback von den Leuten bekommen und es war natürlich immer sehr spannend und habe dann halt gemerkt, hey, ich bin aber gerne auf Reisen, ne, das hatten wir ja schon, bereche halt sehr gern aus und auch auf Reisen brauchen die Leute irgendwie jemanden, der für sie kocht. Ja. Und darüber bin ich eigentlich so in ein, zwei Retreats und Reisen reingekommen und habe tatsächlich dieses Jahr jetzt 3 Reisen betreut und das war eine super spannende Erfahrung und ich habe mich enorm weiterentwickelt. Ich hätte nicht gedacht, dass man sich in so kurzer Zeit weiterentwickeln kann, aber habe sehr viel gelernt und kann mir vorstellen, dass ich das jetzt ein bisschen intensiver vorantreibe. Also ich werde es ein bisschen auf die Homepage integrieren, also ich werde das ein bisschen öffentlich machen, weil bisher war es einfach immer über Empfehlungen. Ja. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass ich da noch gar nicht irgendwie groß Werbung machen musste. Ja, ja. Aber ich habe ein bisschen Blut geleckt und habe ein bisschen Lust auf mehr, gerade weil es ein schöner Ausgleich ist. Und deshalb, glaube ich, werde ich es ein bisschen offizieller gestalten für nächstes Jahr. Das ist ja auch das Tolle, dass man als Selbstständiger in der Situation ist, dass man auch einfach entscheiden kann, ich will mir hier einen neuen Geschäftszweig erarbeiten. Absolut. Oder eben auch nicht. Ne? Ja. Also da zwingt dich ja auch keiner dazu. Nee, ja. Also ich lasse ja dafür jetzt auch wieder andere Sachen liegen, ja. Was mir nicht leicht gefallen ist. Klar, das kann ich. Das dafür, dass das vielleicht auch nochmal eine Sache, die wir eben nicht drin hatten. Also dieses Thema, ich öffne mich für neue Dinge, aber merke vielleicht, dass dann andere Sachen nicht mehr so viel Platz haben oder zu wenig Zeit ist. Da müssen wir oder zu wenig Raum für alle Sachen. Mhm. Weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, wenn ich eine Sache mache, mache ich sie eigentlich sehr gern mit vollem Herzen und lasse mir auch gern Zeit für diese Dinge. Und da musste ich dieses Jahr auch jetzt Entscheidungen treffen, dass ich mich von gewissen Sachen erstmal ein bisschen abwende, um für dieses neue Projekt einfach Zeit zu haben. Mhm. Weil ich natürlich vielleicht noch nicht so erfahren bin, wie in den Dingen, die bereits gut laufen. Da hast du ja eine Routine, die musst du dir da erst erarbeiten. Aber das, wie du sagst, das Schöne ist, ich treffe die Entscheidung selber. Genau. Ganz klar und bewusst. Es hat eine Weile gedauert. Es hätte ein bisschen schneller sein können. Aber manchmal ist es ja auch gut, dass es ein bisschen länger dauert. Und es hat sich gefügt. Es hat sich sehr viel gefügt. Ich habe gewartet auf den richtigen Moment. Dann kam ein Zeichen. Und dann ist es passiert. Du warst jetzt eine Woche lang in Polen. Mhm. Beim Wim Hof Retreat gewesen. Genau. Gemeinsam mit der wunderbaren Dr. Josefina Wosek. Richtig. Ganz liebe Grüße. Ich hoffe, sie hört unsere Folge. Ich hoffe. Ja. Wir werden die Folge mit ihr nochmal in den Shownotes verlinken. Und wir beide, Anna, wir haben uns ja damals kennengelernt bei dem verlängerten Wochenende in Polen. Mhm. Da gibt es ja auch eine Folge von mir, wo ich das ein bisschen beschreibe, was wir da so gemacht haben. Also Wim Hof Methode, ganz kurz, wer das jetzt zum allerersten Mal hört, eine Verschmelzung von sich der Kälte aussetzen, gewisse körperliche Übungen und Atemtechniken. Das Ganze führt dann dazu, dass man einfach einen viel gesünderen
Zustand körperlich sowie auch mental erhält. Kann man das so, klang ein bisschen sperrig irgendwie, aber ja. Ja, aber das zusammenfassen. Kommt schon hin, auf jeden Fall. Wir haben uns damals kennengelernt und die Magie dieses Wochenendes war, das war ja der erste Retreat, den Josephine gemacht hat damals. Ja. Und die Magie ist ja, dass wir jetzt zum Beispiel, wie lange ist es jetzt her? Fast ein gutes Jahr. Ne? Ein gutes Jahr. Ja, genau. Also es war letztes Jahr im November. Ja. Ja. Und du sitzt jetzt hier bei mir, bei Mainz. Ja? Mhm. Wir haben uns vorher dort kennengelernt, vor einem Jahr. Und ich bin noch mit ganz vielen von der Gruppe in engem Kontakt. Ja. Simone sehe ich immer mal wieder. Mit Monique bin ich öfter mal in Eissee gesprungen, hier in Hanau. Die ist ja nicht weit weg. Josephine und ich sind in Kontakt. Sukadas war immer im Podcast gewesen. Also viele, mit denen man noch in Kontakt ist. Und das Bewundernswerte war ja, dass wir so als Gruppe so krass zusammengeschmolzen sind innerhalb von dieser kurzen Zeit. Jetzt warst du ja eine ganze Woche. War das dann noch intensiver dann von den Menschen oder anders? Oder also erstmal war es anders, ne, weil die Menschen waren anders. Ja. Aber es war auf jeden Fall sehr intensiv. Für mich natürlich in meiner neuen Rolle als Köchin intensiv. Du hast die ganze Zeit dauerhaft gekocht. Ja. Ist ja vom Konzept ja auch anders als bei uns, weil wir hatten ja Krüppchen, die gekocht haben. Genau. Also ich war Stimmt, der Michael war ja mein Kochpartner, den habe ich eben gar nicht genannt. Und mit dem wiederum bin ich, Entschuldigung, dass ich dir kurz ins Wort falle, mit dem, liebe Grüße, mit dem bin ich nämlich nächstes Jahr auf so einem merkwürdigen Spartacus-Survival-Trail. Wahnsinn. Ja, witzig, genau. Genau, und dadurch, dass ich die Rolle eher als Köchin hatte, also auch einfach beruflich ja da unterwegs war, war es für mich halt super intensiv, aber ich habe das Glück gehabt, dass wir waren gut organisiert und Fine hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich auch an den jeweiligen Blöcken teilnehme und das konnte ich auch tatsächlich fast jeden Tag. Dadurch war ich auch Teil der Gruppe und es war sehr intensiv. Ja. Also es war unheimlich spannend zu beobachten, obwohl da so unterschiedliche Menschen waren, aus so verschiedenen Lebenssituationen rauskommen und doch aber ähnliche Gefühle, Ängste mit sich tragen, ne, und die dann auch teilen und dann so eine spannende Zeit, also gerade so die Kälteerfahrung einfach miteinander erleben. Es war super, super schön, super spannend. Nochmal ein Zacken schärfer, so auf jeden Fall, als das verlängerte Wochenende, einfach aufgrund von ein, zwei Programmpunkten, für die wir jetzt Zeit hatten. War das zum Beispiel auch diese berühmte Wanderung auf die Schneekoppe? Genau, die hast du gemacht? Also wir sind nicht auf die Schneekoppe gewandert, sondern wir sind auf einen anderen, kleineren Berg gewandert. Und die war für mich zum Beispiel eine sehr, sehr besonders und eine große, große Challenge. Also eine Next Level, wenn wir so sagen. Ja, also jetzt so seit einem Jahr Wim Hof Methode, ne, ist viel passiert. Und der Körper hat sich schon gut angepasst an Eisbäder, aber die Wanderung war für mich nochmal eine riesen Herausforderung. Da bin ich tatsächlich nochmal an Grenzen gekommen. Tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Aha. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil es sieht ja immer so easy aus. Ja, ja, ja. Und es ist ja auch nicht so, dass ich keine Fitness mitbringe und so, aber da geht es gar nicht so viel um, also klar, das Physische ist immer irgendwie präsent, aber geht es ganz viel um Mindset. Psyche, ja, da geht's ganz, an die Situation. Ganz viel darum, dass du dir darüber im Klaren wirst, dass du jetzt für eine sehr lange Zeit mit sehr wenig an, ne, in der Kälte wanderst, was halt am Anfang total absurd ist, ja, weil wir würden ja das auch nicht zu Hause so machen eigentlich. Ja. Komisch, Normalerweise nicht, wenn wir jetzt nicht gerade Wim Hofen. Ja. Genau, wenn wir nicht gerade Wim Hofen. Ja. Und dann halt viel bei sich selbst zu sein, ne, weil ich halt gemerkt habe, und das ist auch das, was Fine sehr schön da transportiert hat, dass natürlich die Wärme, die du innen trägst, du möglichst halt in deinen Rest des Körpers bringen kannst und solltest, ne, damit du einfach auch nur diese Wanderung überstehst. Und dann gibt es verschiedene Punkte, die dich da auch, die den Fokus natürlich auch stören können. Und da hat, glaube ich, jeder von uns erfahren, hey, was heißt es eigentlich, wirklich bei mir zu sein, bewusst zu wandern, bewusst sich wahrzunehmen, wie ist gerade mein körperliches Empfinden, also auch teilweise wirklich in einem Moment zu sein, sehr oft sogar, und sich dann halt nicht stören lassen von Gesprächen, ne, oder Ähnliches. Und man hat das gemerkt, und das war total gut zu erfahren, sobald wir stehen geblieben sind, ne, ist jedem kalt geworden. Sobald du in ein Gespräch gekommen bist, wo vielleicht nicht so der Fokus da war, ist dir kalt geworden, ne, und alles solche Dinge. Also da bin ich nochmal ganz schön an meine auch körperlichen Grenzen klar gekommen, vor allen Dingen, als wir oben waren. Und es ist ja noch nicht vorbei, du musst ja alles wieder runter. Ne? Also da hat der Kopf nochmal ganz schön zu tun gehabt. Aber es war also für mich wunderbar. Es war eines der, würde ich sagen, intensivsten Momenten für mich in diesem Jahr.
Für diejenigen, die jetzt gerade an unserem Verstand zweifeln, muss man vielleicht noch dazu sagen, man hat, glaube ich, einen Rucksack dabei, wo Klamotten drin sind. Richtig. Oder? Für den Notfall. Genau, also ja. Oben ist tatsächlich auch die Aufgabe, sich dann was anzuziehen. Ja, also für den Weg runter ist nicht mehr vorgesehen, dass du komplett nur in kurzen Sachen läufst. Du kannst es machen, aber die meisten haben sich eine Jacke angezogen und das war dann auch gut. Ja. Ne? Weil also so nach 2,5 Stunden, 3 Stunden, da geht es wirklich da an so ja, körperliche einfach so Grenzerfahrung. Ne? Ja, es ist wirklich eine Grenzerfahrung. Ist das wirklich, muss man schon sagen, absolut, ne? Absolut. Also, ne, und der Weg nach unten hat natürlich dann fordert mindestens genauso viel wie den Weg nach oben. Hm. Auch wenn natürlich erstmal so dieser, wir haben es geschafft, so, ne, und da ja. Oben ist natürlich eine tolle Energie, ja. Aber trotzdem hast du deine eigenen 2 Beine, die dich da runterbringen wieder müssen. Ne? Ja. Ja. Ach, toll. Ja, wäre was für dich, Alex. Meinst du wirklich? Ja, auf jeden Fall. Wirklich? Also ich fand das Wochenende total toll, habe mir aber gleichzeitig die Frage gestellt, würde ich das jetzt eine ganze Woche lang machen wollen? Nee, es waren 4 Tage. Also 4 Ach komplette so, Tage, 5 dachte, Tage. Ah. Aber für die Teilnehmer, ne? Also ja. Für die Teilnehmer war es wirklich Samstag, Sonntag, ja. Montag, Dienstag. Ja, also so 4 volle Tage, 4,5 Tage. Also ich glaube, als nächster Step, das schreit ja danach, ja. Ist, dass ich mal wieder nach Potsdam komme. Das sowieso, dass wir dann alle zusammen mal wieder ein schönes Eisbad hüpfen. Auf jeden Fall. Und ich würde gerne, also ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass ich irgendeinen Eisberg hochgelaufen bin oder mich in irgendeinen zugefrorenen Fluss reingesetzt habe. Das war schon eine tolle Erfahrung. Ich meine, ich dusche ja nach wie vor kalt. Ja. Und was ich hier ja. auch gerne mache jetzt im Winter, ich meine, wir haben ja keinen gescheiten Winter im Moment, ja. Aber was ich gerne mache, ist mit kurzen Hosen draußen spazieren gehen, vor allen Dingen, wenn die Sonne scheint, mhm. alleine auch um Licht zu tanken, mhm. aber auch um die Kälte richtig intensiv zu spüren. Ja. Das kann ich hier oben im Feld wunderbar machen. Ja. Das mache ich nach wie vor, ja, das kalt super. Duschen nach wie vor. Ja. Und News, Achtung, ich experimentiere jetzt gerade mit kalten Duschen vorm Schlafen gehen. Das ist ganz interessant. Ah, okay. Weil bisher habe ich immer nur morgens kalt geduscht. Ja. Und einer, vor dem ich auch sehr folge, ist Satguru, also einer okay. meiner großen Meister sozusagen. Ja. Und der hat darauf hingewiesen, dass es auch eine gute Idee ist. Witzig, dass der auch vom kalten Duschen spricht. Also ein Inder, krass, ja. ein spiritueller Führer und so ja. weiter, spricht vom kalten Duschen. Also ja. habe ich auch so gedacht, ach, da treffen sich wieder die Welten. Ja. Man soll das auch abends machen. Ja. Weil mental gesehen der Körper nochmal gereinigt wird, mhm. bevor du dann dich zur Ruhe legst. Und das finde ich irgendwie auch sehr nachvollziehbar. Ja, ja. Und er hat gesagt, du brauchst dann ein bisschen länger zum Einschlafen. Genau, das wäre jetzt der mein erster. Du kommst aber in einen tieferen Schlaf. Tieferen Schlaf rein, ja. 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 Wäre mal spannend, das kannst du ja, könnte man ja mal messen, oder ähnliches. Ne? Also das könnte man ja, ja beobachten, mhm. ob das so ist. Weil da gehen, glaube ich, die Meinungen auch so ein bisschen auseinander. Ich persönlich habe jetzt noch nicht so oft, also ich bin nicht so der abends Kaltduscher, sagen wir mal so. Ja, ich war ich bis vor kurzem auch noch nicht. genau, ich kann da jetzt nur, genau, Fakt ist ja, dass wir erstmal so das vegetative Nervensystem erstmal stimulieren ja, damit. Hochfahren. Das ist, das ist Fakt, denke ich. Mhm. Also erstmal so ein kurzer Stressmoment und dann muss man, denke ich, schauen, wie man dann selber wirklich von diesem Punkt an, wie lange brauche ich wirklich, um runterzufahren. Aber wie gut du natürlich in eine Tiefschlafphase zum Beispiel reinkommst, das wäre tatsächlich mal interessant zu sehen. Ne? Ja, das also ist spannend. Ich werde das berichten. Ich kann sagen, es fühlt sich toll an. Ja. Also es fühlt sich auch toll an, wenn du kalt bist. Bist ja von einer kurzen kalten Dusche bist ja auch nur äußerlich angefrostet. Das geht ja nicht in den Kern rein. Und wenn du dich danach ins Bett legst, ist es natürlich toll. Ne? Ja. Keine Frage. Aber bist du wach erstmal? Ich bin erstmal wach. Siehst, ja. Ja, genau. Aber es dauert nicht so lange, wie ich gedacht hätte. Okay. Ich dachte, okay. der Stressimpact wäre viel höher okay. und es würde länger dauern. Ja. Anne, Mensch, war das toll. Danke, dass du da warst. Schönes Gespräch, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und du bist morgen noch einen Tag in Mainz und gehst zurück in die Heimat. Ich fahre morgen Mittag, damit ich morgen Abend wieder zu Hause sein kann. Also schön. Ganz, ganz entspannt. Werde die Zugfahrt genauso genießen wie die Zugfahrt her. Zugfahren ist toll. Auf jeden Fall. Wenn der Zug dann, pünktlich ist. Freue ich mich auf ein schönes Jahr 2020. Ja? Toll. Damit, ich weiß noch nicht, ob es schon 2020 ist, wenn wir die Folge ausstrahlen, aber an dem Zeitpunkt, wo wir es recorden, viel gute Wünsche für euch alle und für dich, Zuhörer da draußen, fürs neue Jahr von uns beiden hier. Wir hatten, wie lange haben wir? Ach du lieber Gott, 1,5 Stunden. Sehr lang. Ich glaube, es war sogar, ist das ein Heldenstundenrekord? Ich weiß es gar nicht. Es kann sein, dass Anne hier einen neuen Heldenstundenrekord hat. Aber ich fand es super, super mit dir zu sprechen. Schön. Und du bist ein ganz toller Mensch. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, mir riesig viel Spaß gemacht.
Schön, ich freue mich aufs nächste Mal. Das machen wir.